So, willkommen zurück zu unserem Let's Play vom Fußballmanager 2022 hier mit dem ersten FC Köln. Ich habe in der Zwischenzeit, wie schon angekündigt, im Scouting-Bereich ein paar Auswahllisten angelegt. Ich habe hier interessant Jugendspieler und Transferziele als Liste angelegt. Interessant sind für mich Spieler, die ich noch scouten möchte, aber nicht unmittelbar. Jugendspieler sind junge Spieler mit Potenzial, da ist noch nichts drauf. Ja, und Transferziele ist selbsterklärend, auch die Liste bisher leer. Ich habe aber aus den Spielern, die mir so noch im Kopf waren, aus den letzten Spielen, die ich so gespielt habe, hier meine Liste zusammengebaut. 13 Stück sind es, da sind verschiedenste mit dabei von 34-Jährigen bis zu 17-Jährigen hier unten aus allen möglichen Ländern, Kolumbien, Mexiko, Island, Norwegen, Polen, Frankreich, alles vertreten. Die werden wir auf jeden Fall scouten. Um das zu tun, wir werden so gerade mal kurz sortieren nach Gehalter. Nach Gehalter. Ja, das kommt, wenn man Gehalt und Alter mischt, dann kommt da Gehalt dabei rum. Ich meinte aber das Alter und nicht das Gehalter. Und zwar sortieren wir sie danach und dann werde ich da einmal einen Scout drauf ansetzen. Ich habe unsere Scouts gerade schon mal mit Spitznamen versehen. Nämlich habe ich hinter jedem Scout ein, ja, wie nennt man das? Ein, also ja, Buchstabe ist klar, aber ein Kürzel gesetzt, was mir auf den ersten Blick zeigt, was die Stärke des Scouts ist. Zum Beispiel haben wir den Rute Möller, der eine recht gute Bewertung von Fähigkeiten hat. Oder den Paul Kolesar, der eine gute Bewertung von Potenzial hat. Oder halt Marco Bann oder sowas. Oder Martin Schulz, wo das ausgeglichen ist. Und das habe ich einmal da dran geschrieben, damit ich das jetzt hier in so einem Screen erkenne, was die entsprechend können. Und der Harald Czerny bekommt jetzt mal den Auftrag hier für 2 Wochen diese ganze Liste zu scouten, damit wir mal hier ein paar Informationen zu kriegen. Generell im Scouting Center haben wir aktuell 5 Berichte liegen, die uns hier irgendwie vorgeschlagen wurden, zum Beispiel vom Jörg Jacobs hier an der Stelle. Da könnten wir auch noch entsprechend scouten. Den würde ich aber erstmal, glaube ich, oder? Na, Potenzial ist schon da. Wie viel wissen wir denn über ihn? Haben wir irgendwo hier diese Anzeige? Es gab im FM21 immer so eine Anzeige, wie viel wir über ihn wissen. Die ist jetzt hier oben auf jeden Fall 61%, aber sehe ich die hier auch irgendwo? Also ihr seht schon, ich bin auch, ach da sehe ich es, okay. Ich bin auch neu in diesem Spiel, ich habe auch noch nicht so lange gespielt und das Overlay hat sich nochmal ein bisschen verändert. Und da wir hier noch nicht ganz so viel über ihn wissen, werden wir hier auch nochmal. Wenn wir erstmal auf die Interessantauswahlliste setzen, dass wir nicht verlieren, und dann werden wir entsprechend einen Bericht anfordern. Nicht vom Harald Czerny, der ist ja schon beschäftigt, aber den Marco, hoppala, den Marco werden wir darauf ansetzen, nachkommen. Und der soll dann mal für 2 Wochen ihn hier scouten. Noch ein Vorschlag, da haben wir Alexander Schlager vom Linzer ASK. Ah, gut, hat Potenzial. Auch da könnten wir auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. So, da werden wir auch den Marco Bann drauf ansetzen. Meine Güte. Also gefühlt ist es hier irgendwie ein bisschen sensibler geworden als vorher. So, Bernhard Zimmermann haben wir hier als Empfehlung. Der hat auch recht viel Potenzial. Wir setzen ihn mal auf die Jugendspielerliste fürs Erste. Wobei für Jugend, nee, machen wir nicht. Der ist eigentlich zu alt für die Jugendmannschaft. Wir schieben ihn dann doch über auf interessant. Aber auf ihn werden wir nicht den Marco Bahn ansetzen, sondern den Paul Kolesar für 2 Wochen, damit wir hier eine Potenzialeinschätzung kriegen. Eine vernünftige. Gleiches gilt für ihn hier. Über ihn wissen wir noch gar nicht viel. Hat vielleicht recht viel Potenzial, ist auch nicht sehr teuer tatsächlich. Kommt auf jeden Fall, ja, kommt mit 18 kann er auf die Jugendspielerliste drauf. Kommt auf jeden Fall auf die Liste drauf und dann werden wir auch hier den Paul Kolesar mal für 2 Wochen drauf ansetzen. Aaron Schwarz, gleiches Spiel.
Noch haben wir ja die Kapazitäten, hier schön alles durchzuscouten. Wir haben auch noch genug freie Stellen für weitere Scouts. Also wir können noch weitere einstellen, aber erstmal haben wir jetzt hier alles durchgeklickt. Und dann werden wir mit dem Scouting-Teil soweit schon durch, den ich angekündigt habe. Damit können wir jetzt eigentlich zur Taktik übergehen. Wir machen das mal hier über die Mail und können uns jetzt hier eine Taktik erstellen. Wir kriegen hier schon Vorschläge. Taktik ist ja immer eine recht spannende Sache im Fußballmanager. Da kann man sehr viel machen und sehr viel falsch machen. Und bis eine Taktik wirklich gut läuft, dauert das immer relativ lange. Ja, aber was für eine Taktik spielen wir jetzt? Vom Kader her, wir können mal kurz da reinschauen. Wer den FC so ein bisschen kennt, der weiß ungefähr, wie das Ganze hier aussieht. Wir schauen mal in die Kadertiefe rein. Wir haben Stürmer, wir haben viele Stürmer. Wir haben Modest, wir haben Anderson, wir haben Uth, wir haben Thielmann. Und auch wenn dann André Duda hier drin steht, den sehe ich jetzt weniger als direkten Stürmer. Und dann sehen wir hier unten noch Kingsley Schindler, der ebenfalls im Sturm spielen kann. Und auch einen Tim Lamberte, der im Sturm spielen kann. Also im Sturm sind wir sehr gut besetzt. Da würde es sich schon anbieten, mit einer Doppelspitze zu spielen. Im linken Mittelfeld haben wir hier angeblich 8 Spieler. Allen voran Florian Kainz, der hier das auf jeden Fall spielen kann. Aber dann sehe ich hier einen Ljubicic, einen Hector, einen Schaub, einen Limnios. Gut, das kann ich mir bei Schaub und Hünders auch noch vorstellen, aber auch einen Katterbach. Ja, es tut mir leid, aber Katterbach ist für mich kein linker Mittelfeldspieler. So, und schon gar nicht hier für eine offensive Position. Also, auch wenn uns hier das angezeigt wird, dass das wohl so ist, ja, sehe ich das anders. Können mal gerade gucken. Hallo? Ich würde das gerne hier ändern. Okay, perfekt. Das ist ein bisschen sehr verbuggt. Wir stellen das mal wieder auf derzeitige Fähigkeit zurück. Besser ist es. Also links sehe ich aktuell eigentlich nur Florian Kainz und den Tim Lamperle. Das ist ein Rechtsfuß, also würde ich den auch links sehen. Warum ist es wichtig, dass er ein Rechtsfuß ist? Ich spiele, wenn ich mit offensiven Flügel spiele, sehr gerne mit inversen Flügelspielern. Das heißt, der linke Mittelfeldspieler sollte ein Rechtsfuß sein, während der rechte Mittelfeldspieler ein Linksfuß sein sollte. Erfahrungsgemäß ist die rechte Position, also einen Linksfuß zu finden, immer schwieriger als einen Rechtsfuß zu finden. Aber das schauen wir uns dann noch an. Ich meine, Kainz ist auch Rechtsfuß, genauso ist es auch. Also mit Kainz und Lemperle hätten wir 2 Spieler, die links spielen könnten. Zentral haben wir hier 10 Spieler angegeben. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Da haben wir natürlich Ljubicic als Achter oder Sechser, Duda, der weiter vorne spielt, wir haben Skiri, wir haben Hector, wir haben Schaub, wir haben Özcan, wir haben Hauptmann. Katterbach sehe ich da jetzt auch wieder weniger, genauso wie Benno Schmitz und Bissek, aber wir haben hier auf jeden Fall ein gutes Angebot von Mittelfeldspielern, die auf der 10, auf der 8 oder auf der 6 agieren könnten. Was das rechte Mittelfeld angeht, da haben wir hier Louis Schaub. Wir haben ja schon in der ersten Folge gesehen, ja, der kann das spielen, ist aber zu langsam für einen Flügelspieler. Also fällt Schaub raus. Wir haben Isibue. Ja, der könnte das auch, ist aber für mich eher ein Rechtsverteidiger. Brauche ich jetzt nicht auf dem Flügel, auch wenn er schnell ist, aber dann eher als hinterlaufender Außenverteidiger. Da haben wir, glaube ich, mehr von. Ja, auch Florian Kainz könnte rechts spielen. Kingsley Schindler, Ljubicic, Limnios ist verliehen, der fällt eh raus. Tim Lempeler, Jan Thielmann. Jan Thielmann ist für mich auch ein Stürmer. Sehe ich weniger auf der rechten Mittelfeldposition, zumal Thielmann, glaube ich, ohnehin ein Rechtsfuß ist. Wenn ich mich nicht irre. Genau. Das heißt, der wäre für den inversen Außen auf rechts sowieso eigentlich eher ungeeignet. Also wir sehen schon, rechts haben wir eigentlich nur Schindler und auch der ist ein Rechtsfuß, aber immerhin 14 Punkte auf Schnelligkeit. Der könnte das halbwegs spielen. Das wäre besser als gar nichts zu haben. Linksverteidiger haben wir 5 Spieler laut dieser Grafik. Hector, Horn, Katterbach sind unsere Linksverteidiger, die das auf jeden Fall spielen können. Tschichos und Schmitz könnten es auch, wären aber eher Zweitbesetzung. Auf der rechten Seite haben wir Isibue Schmitz als ja, Rechtsverteidiger gelernte. Dahinter Schindler und Luca Kilian, der das spielen könnte. Aber auch da sehe ich eher Isibue und Schmitz. Und in der Mitte haben wir ein paar Innenverteidiger, wo ich aber jetzt nicht Ljubicic drunter zähle, aber Meret, Hübers, Tschichos sowie Kilian und Čestić, das sind, glaube ich, schon eher die,
die wir hier sehen wollen. Also fünf Innenverteidiger haben wir hier auf dem Zettel stehen. Im Tor haben wir drei: Timo Horn, Marvin Schwebe und Matthias Köbbing. Ich glaube, Matthias heißt er. Genau. Und damit wissen wir erstmal grundlegend, was unser Kader kann und was unser Kader tut. Kommen wir also zurück zur Taktik. Ich bin jemand, der sehr gerne 4-2-3-1 spielt. Jetzt haben wir schon festgestellt, dass wir sehr viel Stürmer haben und eigentlich eine Doppelspitze brauchen und haben ebenfalls festgestellt, dass wir eigentlich überhaupt keine Flügelspieler haben und demnach ohne Flügel spielen müssten, außer wir können diese Position entsprechend verstärken. Weshalb es sich anbieten würde, mit einer Fünferkette vielleicht zu agieren, davor irgendwie ein Dreier Mittelfeld und dann nochmal drei Leute im Sturm. Ich bin kein Fan der Fünferkette, ich habe sie selten gespielt, aber es gibt ja jetzt im FM22 eine neue Spielerrolle, nämlich den Wide Centerback, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube, Halbraumverteidiger heißt er im Deutschen. Und da bin ich durchaus gespannt drauf. Und von daher denke ich, könnten wir als erste Taktik, als primäre Taktik durchaus mal auf ein 5-3-3 oder 5-4-2 oder 5-3-3 ist auch völliger Blödsinn, geht ja gar nicht auf. 5-2-5-3-2, so jetzt habe ich es, auf ein 5-3-2 zurückgreifen beispielsweise. Und da schauen wir mal, was uns hier so vorgeschlagen wird. Also unser Co-Trainer meint, der André Pavlak, ist, dass das vertikales Tiki-Taka uns stehen würde, ebenso wie langer Hafer und dynamisches Kontern. Müssten wir mal gucken. Vertikales Tiki-Taka legt seinen Fokus auf schnelles Spiel mit und ohne Ball. Da wären vorgeschlagene Formationen, die 5-2-1-2 zum Beispiel. Oder 4-4-2 mit Raute. Könnte man natürlich auch spielen, aber ich würde dann schon gerne die Halbraumverteidiger ausprobieren. Wobei ich auch ein klassisches Ballbesitzspiel mir vorstellen könnte. Mit einem 5, ja, statt einem 5-2-3, eher einem 5-3-2. So, da würde ich mich auch drin sehen. Gegenpressing mit Fünferkette könnte auch funktionieren. Wobei da eher eine enge Raute sinnvoll wäre. Wahrscheinlich würde er halt ein 4-2-3-1. Ich glaube, wir gehen mit dem Ballbesitzspiel. Mit der 5-2-3, danach haben wir 5-3-2 raus jetzt gleich. Also wir gehen mit dem Ballbesitzspiel. Wir werden allerdings nicht in der Formation auflaufen, wie es uns vorgeschlagen wurde. Stattdessen stelle ich mir eher sowas vor. Und zwar möchte ich in der Mitte einen ballspielenden Verteidiger sehen. Mitspielenden Torwart auf Unterstützen sieht gut aus. Und dann möchte ich rechts und links entsprechend Halbraumverteidiger sehen. Die würde ich erstmal auf verteidigen lassen. Ich habe in einigen Videos schon gesehen, dass die gerne mal auf Unterstützen oder Angreifen sehr, sehr weite Ausflüge machen, bis teilweise zur Grundlinie. Da weiß ich nicht, ob das unbedingt in meinem Interesse liegt. Ich würde die erstmal auf Verteidigen agieren lassen und schauen, wie weit die dann entsprechend mit nach vorne gehen. Auf der 6 wäre, glaube ich, sowas wie ein Balleroberer ganz interessant. Und auf der 8 sehe ich dann einen zurückgezogenen Spielmacher in Kombination mit einem Box-to-Box-Spieler. Das heißt, wir haben jemanden, der die Bälle ein bisschen verteilt und wir haben jemanden, der hier schön läuft. Und vorne könnte ich mir sowas vorstellen wie einen Stoßstürmer mit entweder einer hängenden Spitze dabei oder einem Zielspieler. Wahrscheinlich eher hängende Spitze und dann auf Unterstützen oder sowas. Also so könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Wir sehen hier auch schon verschiedene Anweisungen, die durch das Einstellen von Ballbesitz hier dazugekommen sind. Wir spielen geordnet von hinten raus, spielen geduldig, kürzere Pässe, geringeres Tempo. Im Umschaltspiel Gegenpressing auf Innenverteidiger kurz abspielen und im Ballbesitz des Gegners stehen wir höher, sowohl im Angriff, also in der Pressinglinie, als auch in der Verteidigung. Was ich jetzt schon mal dazu haken werde, ist enger decken, denn enger decken ist eigentlich immer gut. So habe ich die Erfahrung gemacht. Beim Umschaltspiel können wir es erstmal so lassen. Pass in die Tiefe können wir aber bei Bedarf noch mit anschalten, falls es mit den Toren nicht so gut klappt. Aber da schauen wir mal.
Und prinzipiell denke ich, könnten wir da auch ausgewogen, vielleicht auch sogar kontrolliert oder je nach Gegner auch mal vorsichtig agieren. Aber das würde ich erstmal so lassen. So, unsere Grundausrichtung haben wir jetzt. Die speichere ich uns direkt mal ab als 5-3-2 mit entsprechender Versionsnummer. Falls wir da was ändern, damit wir da die Versionen noch irgendwie nachvollziehen können, was wir da geändert haben. Falls wir da mal Sachen zurückändern wollen, weil es nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier diese ganzen Rollen, die wir jetzt haben, gefüllt kriegen. Im Tor haben wir natürlich Timo Horn. Gar keine Frage. Als linken Halbraumverteidiger, da wird uns vorgeschlagen der Meret. Da gucken wir mal, was der denn so kann und was er können muss als Halbraumverteidiger. Die Deckung ist ganz gut, das Dribbling ist ganz gut, die Flanken werden nicht so toll. Aber da die auch auf Verteidigen stehen, sollten sie eh nicht bis zur Grundlinie gehen. Von daher wird Meret wahrscheinlich nicht häufig in die Situation kommen, dass er Flanken schlagen muss. Von daher ist es in Ordnung. Kopfballtechnik, Tackling ist in Ordnung, Passen ist in Ordnung, Aggressivität, Konzentration ist ausbaufähig, aber so im Großen und Ganzen, alles was hier gehighlightet ist, ist auf jeden Fall in einem Rahmen, der in Ordnung ist. Das heißt, Meret ist unser erster Halbraumverteidiger. So, er würde in einem Zweierzentrum rechts oder die Mitte im Dreierzentrum, gut, kriegt er nicht. Er spielt jetzt links. Als rechten Halbraumverteidiger, da wird uns ja Ljubicic vorgeschlagen, aber der wird im Mittelfeld agieren. Und danach Chichos bzw. Kilian. Schauen wir uns mal an, wie das bei Chichos aussieht. Der würde prinzipiell links im Zweierzentrum spielen, aber naja, wir haben kein Zweierzentrum. Und als Halbraumverteidiger, gut, sein Dribbling ist nicht ganz so toll. Aber der Rest sieht eigentlich auch gut aus, das Passen etc. Also auch das fällt mir schon mal positiv ins Auge, auch sehr mutig. Sehr aggressiv, Kraft, so wünsche ich mir das. Dann haben wir noch den ballspielenden Verteidiger. Da haben wir jetzt noch ja eigentlich zwei zur Auswahl, nämlich Hübers und Kilian. Čestić ist ja verletzt. Da werden wir jetzt einmal vergleichen müssen, weil ich nicht im Kopf habe, was die beiden können. Die sind ja beide neu gekommen vor der Saison. Und bei Chichos und Meret wusste ich ungefähr, was sie können, wo die Schwerpunkte liegen. Das weiß ich jetzt hier bei den beiden Kollegen gar nicht. Deswegen werden wir jetzt mal hier Luka Kilian und Timo Hübers vergleichen. So, Schlüsselattribute hervorheben für ballspielende Verteidiger. Da sehen wir, dass Hübers einen Hauch schlechter, was die Ballannahme angeht. Deckung sind sie gleich auf. Kopfballtechnik ist Hübers ein klein wenig schlechter. Ja, passen nun auch durchaus Abstriche. Tackling sind sie gleich auf, Technik ebenfalls. Aggressivität liegt auch Hübers ein gutes Stück hinten. Antizipation hat er aber die Nase vorn ein kleines bisschen. Aber sonst ist es sehr ausgeglichen. Nervenstärke, gut, Nervenstärke ist Hübers ein paar Punkte besser. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da Luka Kilian einfach vorne, ist auch ein Stück größer und auch wesentlich wuchtiger mit 91 Kilo. Das heißt, unser dritter Verteidiger in der Innenverteidigung in der Mitte wird Luka Kilian werden. Links haben wir dann einen Flügelverteidiger. Da sehe ich auf jeden Fall Noah Katterbach, weil Hector im Zentrum agieren soll. Rechts auf jeden Fall erstmal Isibue. Auf der 6 hätten wir Skiri und Hector mit jeweils 3,5 Sternen und auf der 8 hätten wir hier Hector und Duda mit 3,5. Jeden Mal Ljubicic, Hector und Skiri. Okay, also ich glaube, Skiri sehe ich eher auf der 6. Mal gucken. Spielt auch am liebsten tatsächlich Balleroberer. Ja, perfekt. Dann passt Skiri ja perfekt hier hin. Dann haben wir hier einen zurückgezogenen Spielmacher. Ich weiß gar nicht, kann Hector eigentlich auch, wenn er auf der 8 spielt. Wobei, er ist sogar Box-to-Box. Wobei, Abschluss ist nicht so doll. Nee, Box-to-Box sehe ich da jetzt weniger. Zurückgezogener Spielmacher auf Unterstützen. Oder halt auch Balleroberer auf der 6, ganz klassisch. Das wäre auch so eine schöne Hector-Aufgabe. Hector dann auf der 6, dann könnte man
Immer den Ljubicic. Ljubicic wäre so einer. Kann der Box zu Box? Ja. Ich glaube, als Box zu Box könnten wir Ljubicic hier einbringen. Das machen wir auch direkt mal. Ja, wobei, dann hätten wir entweder Hector oder Skiri immer auf der Bank. Das sind natürlich schon zwei gute Spieler. Hector halt auch Kapitän, das heißt, Hector hätte hier vor Skiri die Nase auf jeden Fall vorn, aber dann Skiri auf die Bank setzen. Ja, da haben wir echt die Qual der Wahl. Skiri könnte halt auch Box-to-Box spielen auf jeden Fall. Zurückgezogener Spielmacher würde ihm nicht so liegen. Und wir haben auch im offensiven Mittelfeld natürlich gar nichts jetzt. Das heißt, so einen André Duda würden wir hier gar nicht unterbringen können. Jetzt ist die Frage, könnten wir hier vielleicht. Wir haben auch den vorgestobenen Spielmacher. Da könnten wir zum Beispiel hier einen André Duda aufstellen. Für Ljubicic stellen wir Skiri auf. Dann haben wir Hector, Skiri und Duda im Mittelfeld und hätten mit Ljubicic und Özcan und Schaub auf jeden Fall drei Optionen, um das ganze Dreieck hier nochmal auszutauschen und nachzulegen. Auch wenn ich Ljubicic auch gerne aufstellen würde, aber wir haben einfach zu viele Spieler für diesen Bereich. Was heißt zu viele? Wir können da super durchwechseln. Also, weil, falls wir eine Verletzung haben, perfekt, aber wir haben da natürlich ein Überangebot an der Stelle. Und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir für den Sturm was zusammenkriegen. Als Stoßstürmer wäre dann Marc Uth am besten. Dahinter Toni Modest, der sogar auf der Transferliste steht. Das ändern wir mal gleich. Toni Modest behalten wir hier. Transferstatus nicht gesetzt. So. Weiß gar nicht, warum der von Anfang an auf der Transferliste steht. Toni Modest wird, denke ich, hier unser Stürmer werden, unser erster. Und als hängende Spitze könnte man dann Marc Uth dahinter stellen, der sich die Bälle weiter hinten abholt. Wir sehen auch gerade schon, hier hat sich eine grüne Linie gebildet, als wir den letzten Spieler hier reingesetzt haben. Wir sehen schon, Meret und Chichos haben eine gute Connection hier. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, also so könnte ich mir eine erste Mannschaft vorstellen bei uns. Müssen wir mal schauen, dass wir noch eine zweite Taktik hinkriegen. Die werde ich dann, denke ich mal, vor der nächsten Folge so zusammenbauen, ohne das mit euch durchzuexerzieren. Ich werde da dann ein 4-2-3-1 Gegenpressing zusammenstecken, einfach weil es meine Lieblingsformation ist und weil ich da entsprechend gerne Spieler verkaufen wollen würde, damit wir nicht immer nur Fünferkette spielen müssen, sondern auch mit einem pressenden 4-2-3-1 Möglichkeiten haben, da mal offensiv zu spielen und nicht nur hier mit Ballbesitz rumzueiern. Ich denke, das wäre ganz gut, diese Option zu haben und mit Kainz und Schindler haben wir immerhin zwei Flügelspieler, die das spielen können. Wenn wir vielleicht noch für rechts einen kaufen, 1,5 Millionen Euro haben wir ja Transferbudget. Wenn wir dafür rechts noch einen kaufen, können wir vielleicht auch 4-2-3-1 spielen lassen. Und dann denke ich, könnten wir auch auf Modest, Uth und Anderson verzichten, denn dann würde ich auf jeden Fall Jan Thielmann im Sturm sehen. Der ist nämlich ein pressender Stürmer und der hat im FM 21 sehr, sehr gut funktioniert als pressender Stürmer, als alleinige Spitze. Und das würde ich hier auch wieder so machen wollen. Also 4-2-3-1 mit Thielmann im Sturm. Das wird die zweite Formation werden, die wir dann haben. Die werde ich ohne euch zusammenbauen. Und ja, für heute soll es das dann eigentlich auch gewesen sein. Ich mache noch gleich hier einen Filter rein, dass wir hier die nicht im Verein Spieler ausgeblendet kriegen. Ja, und dann haben wir, denke ich, für diese Folge alles geschafft. Wir haben eine Taktik, wir haben uns unsere Mannschaft angeschaut, wir haben die ersten Scouts zugewiesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns als nächstes, wenn es losgeht mit der Saison eigentlich schon. Also die Saisonvorbereitung, die werde ich ohne euch spielen, einfach aus Zeitgründen. Ich weiß gar nicht, doch hier 7. August geht das mit der Saison los. Transferfenster ist ja noch ein bisschen länger offen. Wo ist es denn? Genau, bis zum 31. ist Transferfenster offen. Das heißt, wir haben dann den Deadline Day auf jeden Fall auch noch mit dabei. Und ich würde sagen, bis es dann losgeht mit dem DFB-Pokal am 7. August, wird es ein bisschen dauern. Wir sehen uns dann zu dem Zeitpunkt wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Schreibt euer Feedback in die Kommentare, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und ich würde sagen, bis dahin, ich bin euer Palermann vom Team React.
Macht's gut. Einen schönen Abend, morgen, Mittag, was auch immer ihr habt. Ich bin raus. Ciao.